Servus, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die zwei vom Bau zusammen mit dem Steve Mörtel. Moin! Ja, nach einem fixen Neustart, nachdem es mich ja aus dem Spiel hinaus buxiert hat, wollen wir jetzt noch zwei Folgen machen. Ja. Dann. In der Hoffnung, dass ganz, wenn das Stadion kommt, dein Internet wieder besser geht, dass wir das gut gewuppt kriegen. Ja, ich gehe mal mit davon aus, dass der Baust. Das hast du ja schön gemauert. Ja, ich sehe es zwar nicht, aber okay. Ah, jetzt. Ja. Ah, jetzt pass auf, jetzt zeigt er seine Zimmermannsqualitäten. Ja. Seine stracken Zimmermannsqualitäten. Zack. So, und jetzt komme ich nicht mehr raus. Was? Da ist noch Dämmwolle, die du auspacken musst, und dann kannst du die Treppe runterlaufen. Stimmt, da bleibt mir ja nichts mehr anderes übrig. Ne, ist ja alles dicht. Warum stehen da eigentlich noch mehr? Ach so. Ah, okay. So. Was soll da oben jetzt noch hin? Dachziegel. Ach, da kommen Dachziegel drauf. Dachziegel. Ja, kannst du denn dann schon mal nach oben, dass du die gleich decken kannst? Ja, aber ich muss ja mal runter, dann muss ich wieder aufs Baugerüst auf. Boah. Das hört sich falsch an, Dachziegel decken. Ja. Kommen da die überhaupt hin? Oh, auf die Seite, wo nichts ist, oder was? Ich weiß zwar nicht, ob du die auspacken musst oder ob da so ein Automatismus hintersteckt. Boah, ich gehe mal davon aus, dass man die auspackt. Aber wir werden bestimmt noch einen Bagger brauchen. Du kannst schon mal eine Schaufel nehmen. Wir müssen die Bäume ja auch noch eingraben. Ja, das ist ja lustig. Du kommst schon mal hin. Gott. Ich steck. Sag mal, da unten steht ja noch ein Baugerüst. Muss das gar nicht aufgebaut werden? Komm nicht einmal mehr weg. Ich kann mich bloß noch auf der Stelle bewegen. Boah. Baustelle räumen. Ach, mal anders da. Deigen neun. Ein. So. Na, jetzt komme ich da weg. Jetzt muss ich noch meinen wunderprächtigen Körper hier. Wofür haben wir das Ding hier eigentlich hingestellt? Das ist ja nicht mal ausgepackt. Ja. Oberboden abtragen. Schon wieder? Ja, für die Bäumchen. Müssen ja nur zwei Bäumchen her. Hier. Ach, in der Maus. Ja. Können wir bestimmt mit dem Teleskoplader dahin fahren, oder? Weiß ich nicht. Müssen wir ausprobieren. Schauen wir mal, ob wir die mit dem Telelader angehängt kriegen. Nee. Aber da wären noch zwei Paletten Pflastersteine. Ja, die kommen bestimmt auch hier hin. Da komme ich aber nicht ran. Weil die Bäumchen im Weg sind. Da müssen wir jetzt extra für die Bäume nochmal ein Dings hier hinholen, oder was? Mobilkran oder Bagger? Ja, Mobilkran oder Bagger? Ja, am besten Bagger, oder? Es könnte ja so einfach sein. Ist es aber nicht. Oh, Sand liefern und verteilen.
mit dem Großen rein, wa? Okay. Geht denn da die Schaufel nicht höher? Hört sich gefährlich an, irgendwie. Ah. Du magst dich schon, das passt. Was? Alles gut. Pflanzgrube ausheben. Aha. Schon fertig oder was? Ja, nur eine. Zweite kommt aber gleich. Ach so. Ja. So sieht das aus. Oh, Mutter. Zu erinnern. Ja, Bäumchen holen. Ja, wollte ich auch gerade. Das heißt, ich kann auch Pflastersteine nehmen. Nimm du die Bäume und ich die Pflastersteine. Ja. So machen wir es. Mach die Wurzeln von den Bäumen nicht kaputt. Er geht nicht anders, da. Ich komme nicht höher. Echt nicht? Nein, komme nicht höher. Komm, ich sag doch bremsen. Meine Güte. Den Baum nicht anfängt oder was? Bin ich jetzt verkehrt?
Ja, wahrscheinlich hat der erste Baum den zweiten Baum gewarnt, dass du ihm wehgetan hast. Ja, genau. Aller Bettkopf. Jetzt hängt er am Haken. Endlich mal wieder ein Projekt, was man komplett zu Ende bauen kann. Ja. Eieiei, Kilometer daneben. Eieiei. Ich wollte jetzt auspacken, aber irgendwie geht es. Okay. Also plastern musst du. Aha. Er will nicht. Ich bin zu blöd, dass ich die auspacke. Weil die wissen, dass du das nicht kannst. Ja, deutlich. Deswegen muss ich das machen. Ja, genau. So ist es. Ja, sehr schön. Achso, hier steht noch der Betonkübel im Weg. So, Firma, Warenlager. Wo ist er denn? Alle einlagern. Jetzt müsste es weg sein. Richtig? Jetzt stehe ich nur noch im Weg. Ja, jetzt bist du nur du im Weg. So, sprich mit dem Vorarbeiter. So, schön. Aber ich gucke mir das jetzt mal an. Die Hütte hält für alle Ewigkeit, sag ich dir, du. Haben wir das nicht gut gemacht? Ist das nicht schön? Und wie groß die Bäume auf einmal schon sind, ha? Die haben auch einen Turbodünger alles gekriegt. Ja, sowieso. Ja, schön. Was haben wir denn jetzt noch für Aufträge, die wir machen können? Wir können einen Parkplatz machen. Wir können einen Spielplatz bauen. Wollen wir einen Spielplatz bauen? Ja, könnten wir fast, oder? Mal was anderes, oder? Ach, ich nehme den mal an hier. So. Entsorgung, Aushub, Aushub. Ah ja, okay, Erdlieferung. Oh, Altholz entfernen, Findlinge entfernen. Ach, du Gott. So, Firma, Fuhrpark. Wo ist denn unser Pritschen-LKW? Hier, einsteigen. Mit dem fahre ich da jetzt mal hin. Ja, mach das. Ich schaue mir das auch mal an. Wo ist denn die... Da ist die Baustelle. Von hier aus, genau. So. Jetzt fahre ich da hin. Oder auch nicht. Ach so, da stand mein Auto im Weg. Na, Mensch. Ah, oh, hast dein Sportwagen verbeult? Ja, oh. Macht gar nichts. Restholz 0. Macht. Warte mal, Restholz und Gesteinsbrocken müssen weg, ne? Müssen die nur an der Seite geladen werden oder müssen die komplett weg? Ich hab keine Ahnung. Ich bin ja noch nicht einmal an der Baustelle, dass ich das jetzt schon sehen könnte. Weil eventuell würde ich dann nämlich ein ganz anderes Fahrzeug nehmen. Ja, lass mich mal gucken. Weil das ist mir ein bisschen viel, weil da würden auf jeden Fall, wenn überhaupt, die längere Pritsche brauchen. Oder wenn es nur an der Seite geladen werden muss, dann würde ich nämlich den Mobilkran mitbringen. Ja, ich denke, da macht der Mobilkran eventuell... Es sei denn, das muss abtransportiert werden. Weiß ich nicht. Und wann bist du denn da? Ja, in 50 Metern erreichen sie ihr Ziel. Aha.
Alles muss bloß auf die Seite gelagert werden. Nur auf die Seite, okay. Ja, ja. Ah, das ist ja so Dümpel. Ui, ui, ui. Ja, dann komm ich mal her mit dem Kran. Dann brauche ich ja die Pritsche nicht. Nee. Ich könnte mal... Die machen jetzt nicht wirklich aus so einem Tümpel einen Spielplatz, oder? Ja, doch. Boah. Ui, 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 ui. Und wenn das dann irgendwann mal das Wasser wieder hochkommt, dann saufen die Kinder ab. Ja, wunderbar. Es wird kein Spielplatz, das wird ein Kinderentsorgungsplatz. Ja, so schaut's aus. Also aktuell schaut's echt danach. Ach Rüdiger, du gehst mir heute auf die Nerven. Geh doch bitte spielen. Geh doch bitte auf diesen besonderen Spielplatz. So wie diese alten Friedhöfe, die dann bei Regen wieder hochkommen. Ja, genau. Aber ich bin mal unterwegs. Ja, machen Sie mal. Ui. Brauchen wir Sand, musst du auch hin, wa? Wolltest du schon mal Sand holen oder so? Boah, ich steh doch schon mit der Ecke wieder. Was mit dem Bagger? Wir müssen irgendwelche Löcher baggern wahrscheinlich. Für die Spielgeräte. Rasen, Aushub, Erdpredigt, Wiesenlieferung, Aushub. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall. Aushub klingt auf jeden Fall nach Bagger. Nee, klingt nach Planierraupe. Aushub mit Planierraupe? Ja, wenn du guckst, Rasen- und Wegebau, Planierraupe. Ach so, okay. Also, aller Mörtel. Aber Bagger brauchen wir auch. Das war ja jetzt praktisch hier, Mensch. Es ist, warte, Eddie, oder? Eve. Ist ja nicht weit weg. Nope. Ey, probier mal, ob das Funkgerät wieder geht. Ich habe das reparieren lassen, eigentlich. Echt? Ja, Moment, ich schau mal. Hey. Ja. Ja, hörst du mich? Ja, das geht wieder, wa? Ja, wunderprächtig. Cool. Er war auch teuer. Hat 50 Euro pro Gerät gekostet. Wow, das ist so teuer. Ja. Ich sag dir was, ne? Das ist gar nichts. Ich sag dir was, ne? In diesem Kran hier, ne? So Ampeln oder Blitzer siehst du ja nicht, ne? So tief wie du hier drin hängst, ne? Naja, nicht wirklich, ne? Das ist echt. Jetzt hätte ich noch fast Nachbars Gartenzaun mitgenommen. Ja, schade, wäre ein Auftrag gewesen. Hm. Ah, da ist der Ziggy Kran. Er schafft es doch tatsächlich noch vor der Baustelle geblitzt zu werden, ey. Geblitzt nix zu werden. Natürlich. So. Oh, ich sag mal für neue Aufträge, ne? Also die Stadt braucht definitiv neue Straße. Ja, wo? Oh, von der Firma runter. Die Straße. Runter. Da wo du geblitzt wurdest. Aha. Wolltest du die jetzt machen oder was? Nö. Ich dachte, du wolltest jetzt eine Runde. Ich dachte, du wolltest jetzt eine Runde fräsen oder so. Nee, jetzt doch noch nicht. Na gut, die Frau. Nee, dann halt nicht. Haben Sie die Chance verpasst, dass Sie rübergehen?
Für was hast du Geld ausgegeben? Ich habe überhaupt kein Geld ausgegeben. Da ist gerade was von meinem Konto abgebucht worden. Ja, hast du irgendwelche Mietgerätschaften? Ja, haben wir noch, weil die mit so einer Challenge gehört, die beiden amerikanischen LKW. Da musst du mal gucken, irgendwas müssen wir damit machen, deswegen sollten wir die dann benutzen. Es sei denn, die Challenge ist schon abgeschlossen. Ich glaube, wir müssen so und so viel Mietkosten. Wir müssen irgendwelche Sachen, ich glaube, so und so viele Stunden mit einem gemieteten Fahrzeug machen oder so ähnlich. Deswegen habe ich die rangeholt. Hier liegt aber eine Menge Gerümpel. Oh, ist ordentlich Gerümpel, ne? Gerümpel. Ich finde das schade, dass wir solche Sachen immer noch nicht an den Teleskoplader anhängen können. Das wäre optimal für sowas. Ja. Mein Fahrzeug soll ich nicht wieder her. Da schauen wir. Ja? Das gute Holz. Kann man jetzt noch schön zusammensägen, es gibt eine gute Brille. Oder Brennholz für den Kamin. Ja, oder Brennholz. Kann beides geben. Schön 20 cm Scheitli und dann... Attacke. Ach, dann die Steinchen noch. Eigentlich hättest du doch hier diese paar Stämme auch tragen können, oder? Ja, hätte ich eigentlich. Fühle ich mich aber gerade überhaupt nicht berufen dazu. Schon wieder nicht. Du willst ja wohl nicht schon wieder krank feiern, oder? Nö, nicht wirklich. Schreit nur schon wieder nach Kaffeepause. Ja, jetzt schon? Boah, jetzt dann halt. Meiner, die Steinsbrocken noch fertig. Ah ja, die machen wir noch weg hier und dann machen wir Pause. Bin gespannt, wer die abholt. Ist mir doch egal, wer die holt. Dann müssen wir diesen Teich hier Ja, sauf schon mal aus, das Ding, dass der leer ist gleich, wenn wir anfangen. Bin ich aber 10 Wochen krank, das war's aber, ne? Wenn ich den jetzt leer sauf. Meinst du? Ja, am besten noch mit dem Strohhalm. Ja, könnte nicht schaden. Wenn Zug schüttet, wird er einfach drüber planiert. Die armen Frösche, die da drin sind. Interessiert doch niemanden.
Ach ja, so, gleich haben wir sie alle. Ja, 4 Stück braucht's noch. Ja. Der hat's gleich. Natürlich. Es geht doch schnell. Dann ist erstmal Kaffeepause. Der muss dahin. Mein Gott, 3 Uhr in der Nacht und der ist immer noch abbauen. Und dann machen wir noch Duell. Ja, kann man doch machen. Nachbarn ärgern. Katastrophal. Der gibt halt einfach Kürbis. Ja, dafür, ne, dann nimmst du ein ordentliches hier, so ein Dopingmittel und dann geht das. Kannst du 24/7 mal lochen. Aber liebe Leute, das ist der letzte Stein hier für heute. Guckt beim Intoxic rein, lasst auch ein Däumchen, Abo da und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen. Und wir müssen eine Folge jetzt noch machen, gell? Oder haben wir schon alle 4 durch? Oh. Eine kommt noch. Und dann geht's ans Fußballstadion bauen. Mehr oder weniger. Mei, oh mei, oh mei. Kutscht denn du überhaupt was? Der letzte Stein. Ja, muss man ein bisschen spannend machen hier. Wäre doch traurig, wenn alles immer so glatt laufen würde, oder? So, siehst du. Wunderbar. Das brauchen wir nicht durch. Ja, in diesem Sinne sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Genau, sag du weiter, ich habe keine Lust mehr. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, aber das sehen wir jetzt dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich mal ciao, ciao. Macht's gut.